Weiter geht's mit einer neuen super gefährlichen Folge Resident Evil 4 auf der PlayStation 5. Ja, wir gehen jetzt einmal hier entlang bei den Ruinen und ja, wir müssen auf jeden Fall Ashley finden, denn sie wurde ja von Saddler geschnappt in der letzten Folge. So, einmal hier runter. Hab auf dich gewartet, Rookie. Oh, machst dir Sorgen um die Kleine, ist es das? Sieht dir ähnlich. Du hattest immer ein schlechtes Urteilsvermögen. Aber wenn du glaubst, dass du hier lebend durchkommst, bist du noch naiver, als ich dachte. Du kannst sie nicht retten. Du kannst niemanden retten. Hören Sie auf, Krauser! Für diese Verrückten zu arbeiten, bringt niemanden zurück. Und wozu überhaupt? Rache an der Regierung? Hätten ihre Männer das gewollt? Rache? Du denkst, ich mache all das für Rache? Darum geht's hier doch, oder nicht? Dort, in dem Dschungel, ist mir was klar geworden. Das Wichtigste in dieser Welt ist reine, unverfälschte Macht. Los Illuminados gaben sie mir. Sie waren immer ein Arsch. Aber sie waren ein Mann von Ehre. Von Stolz. Sehen Sie sich an. Genug geredet. Ausrücken und Feuer frei, Soldat! Schwing die Hufe, Rookie! Hab ja keine andere Wahl. Viel zu langsam! Was ist los mit dir? Zeig keine Gnade! Wo bleibt dein Instinkt? Du bist langsam und ein gottverdammter Schwächling! Dann greife ich eben zuerst an! Was war das? Gut gemacht! Mach es mir nicht so leicht! Ist gerade so lebend rausgeschafft. Hör auf dein Bauchgefühl, nicht denken. Das war das Erste, das sie mich lehrten. Schlampig! Oh.
Mit Guerilla-Taktiken kenne ich mich aus, weißt du noch? Wie könnte ich das vergessen? Shit. Geht doch nichts über dir! Noch am Leben, hä? Pures Glück! Zugegeben, dass du bis jetzt überlebt hast, verdient Anerkennung. Ich wäre tot, hätte ich weiter auf Leute wie sie gehört. Du hast mit Bravour bestanden. Hier, Medaille! Jetzt gilt es, Soldat! Du verlierst die Nerven! Mach Fehler! Lassen Sie Ihre Psychospielchen. Sicher, dass Sie keine Verschnaufpause brauchen? Der Arm muss höllisch wehtun. Neue Wunden sind der beste Weg, die alten zu vergessen. Sie ziehen das echt durch? Es ist noch nicht zu spät. Wir beide sind zwei Seiten derselben Medaille. Unser Blick auf die Dinge wird immer verschieden sein. Und du hast nichts dazugelernt. Ich muss sagen, du enttäuscht mich. Von Ihnen nehme ich das halt. Sind wir fertig, Krauser? Wie oft habe ich dir gesagt? Du bist zu weich, um zu tun, was nötig ist. Das ist der Unterschied zwischen dir und mir, Rookie. Zeit für deine Abschlussprüfung. Das ist die Macht! Jetzt sind sie endgültig durchgedreht. Mach dich bereit! Das soll also ihre wahre Kraft sein? Ich würde mein Geld zurückverlangen. Du wirst dein freches Mundwerk noch bereuen! Kommst mir nicht! Ich kann's kaum erwarten, dich zappeln zu sehen! Shit! Wir sind noch nicht fertig.
Das wird deine letzte Lektion. Nein. Wird Zeit, dass der Lehrer was lernt. Oh, wie zuversichtlich. Greif an, Rookie! Bist du bereit, Rookie? Ja, bringen wir's zu Ende. Bin ich überrascht, dass du so weit geschafft hast. Nicht schlecht, aber so viel hatte ich mindestens erwartet. Immerhin weiß ich besser als jeder andere, was in dir steckt. Eine verdammte Schande, dass du die Wahrheit nicht sehen kannst. Wie hast du denn noch vor, in diesem primitiven Körper zu kämpfen? Bis die Mission erfüllt ist. Hätten sie einst auch so gesagt. Du musst aufhören, in der Vergangenheit zu leben. Krauser, den ich kannte, ist tot. Tot? Nein. Ich wurde wiedergeboren. Ich bin besser, als er jemals sein konnte. Meine Verteidigung durchbricht nicht. Immer noch zu langsam. Stärke ist alles. Die Schwachen können nichts beschützen. Wenn sie so weitermachen, gibt es bald nichts mehr zu beschützen. Früher hätten sie das gewusst. Genau da liegst du falsch. Ich wusste gar nichts. Jetzt schon. Ja, auf diesen Moment habe ich gewartet. Greif mich an, Rookie. Zeig mir, was du hast, das ich nicht habe. Tu, was du tun musst. So ist gut. Hab dich gut trainiert. Leon. Haben Sie, Major. Das haben Sie. Schickes Messer. Das kommt auf jeden Fall jetzt mit. Wir müssen nur erstmal Platz schaffen und wir haben ihn jetzt auf jeden Fall besiegt. Ruhe in Frieden, Krauser. Ich mochte ihn damals. Bei diesem einen Resident Evil Ableger. Ich glaube Darkseid Chronicles hieß der Teil. Ja. Den hatte ich damals recht oft durchgespielt.
Schade auf jeden Fall, dass es so enden musste mit Krauser. Muss man einfach mal so sagen. So, jetzt machen wir mal hier hoch. Es geht weiter zum Berggipfel. Und mal sehen, ob gleich ein Händler vielleicht kommt. Das wäre nicht schlecht. Das wäre wirklich nicht verkehrt, wenn der Waffenhändler gleich wieder hier irgendwo auftauchen würde. Jetzt gucken wir erstmal. Dort hinten muss Ashley sein, schätze ich. Das muss das Heiligtum sein. Ja. Ashley. Gut, da müssen wir hin. Die Verteidigung ist nicht ohne. Ja, und die haben da ordentlich was an Verteidigung aufgefahren, auf jeden Fall. So viel ist sicher. Das wird also nicht einfach. Aber hier ist immerhin unser geliebter Händler. Das speichern wir nochmal ganz kurz hier. So. Hast den Geruch des Kampel, komm! Na dann, was kann ich für dich tun? Jetzt muss ich erstmal was gucken hier. Tunen. Kampfmesser, Einsatzmesser. Wenn du auch nur den Hauch einer Chance haben willst, solltest du übers Tunen nachdenken. Ja, also das wäre natürlich schon gut, wenn wir das andere hier nehmen würden. Der Unterschied hat zwischen den zwei Messern, das eine ist schneller, das andere ist stärker vom Schaden her. Wäre das dann alles? Das ist nur so der einzige Unterschied zwischen den Dingern. Harte Zeiten. Ich denke, ich tue das eine einbunkern hier. Das alte hier. Und wir nehmen jetzt das starke. Partner. Willkommen! Aber ich muss auch erstmal noch was verkaufen hier. Ich kaufe fast alles. Ja, aber wenn ich hier so gucke, ich habe gerade gar nicht so richtig hier, was ich verkaufen kann und möchte. Tun wir mal das weg. Eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen. Und ansonsten, was haben wir hier noch? Ja, wir nehmen mal hier ein paar doch, Dinger. Dass du dich dafür entscheidest. Bei diesen Wertsachen so. Gut. Und jetzt das Messer hier noch einmal verbessern von der Haltbarkeit. Eine Waffe, den bist du beeindruckt? Bei dem handwerklichen Geschick ist das komm jederzeit wieder. Na so, ich wollte hier unten jetzt eigentlich nicht nochmal einen Speicherstand machen. Das war jetzt eigentlich nicht so gemacht, so gedacht. Aber gut. So, ich würde dann auch sagen, wir machen jetzt hier an dieser Stelle Schluss und nächste Folge machen wir dann zum Berggipfel. Ja? Lasst gerne einen Daumen nach oben da und dann bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüssi.